Der Caritas Kindergarten in Bad Schallerbach feiert heuer sein 70-jähriges Bestehen. Grund genug, das mit Kindern und Eltern gebührend zu feiern. Ja, wir haben derzeit 7 Gruppen im Kindergarten, also 5 Kindergartengruppen und 2 Krabbelgruppen. Die Situation ist so, wir sind voll ausgelastet. Es war heuer bei der Einschreibung zwar so gut besucht, dass wir erweitern müssen. Es gibt ab Herbst eine 3. Krabbelgruppe, ist schon alles im Laufen und ab 7. September freuen wir uns, die, hat man heute gehört, Mondgruppe begrüßen zu dürfen. Wie dieses heutige Fest gezeigt ist, bin sehr froh, dass es in unserem Kindergarten eine sehr hohe Qualität in der Begleitung der Kinder gibt. Dass es aber einfach auch so das Gespür und die Herzenswärme für die Kinder, mit den Kindern immer wieder auch spürbar ist, bei Feste, aber auch im Alltag. Einfach so, wie die Kinder begleitet werden, herausgefordert werden, wie sie ihnen das Leben und der Glaube vorgelebt, wo sie hineinbegleitet werden. Für das bin ich sehr froh und dankbar. In seinen Anfangsjahren musste der Kindergarten mit Standort- und Platzproblemen umgehen. Die Marktgemeinde Schallerbach hat dann ein Grundstück in der Ziegeleistraße zur Verfügung gestellt und das steht heute in der Ziegeleistraße 21, unser neuer Kindergarten, inzwischen mit 5 Gruppen und 2 Krabbelgruppen und hat sich so einen sehr, sehr großen Betrieb entwickelt und in Zukunft besteht bevor, dass neben Wohnen und Betreuen Raphael die 8. Gruppe eröffnet wird. Und zwar für die Krabbelkinder wird dort Platz geschaffen werden. Es wird mit September dort losgehen. Die Entwicklung in Schallerbach in den letzten Jahren ist eine sehr positive. Wir haben viele junge Familien, die nach Bad Schallerbach auch neu dazugekommen sind. Und da sind die Themen Kinderbetreuung, Flexibilität, gerade auch im Kindergarten, ganz wichtige. Wohlgemerkt unter verschiedenen Blickwinkeln und auf freiwilliger Basis. Die Stars des Tages aber waren die Kinder. Mit Gesang und Theater stellten sie auf der Bühne ihre Talente unter Beweis. Ja, das ist gemischt. Sie sind sehr stolz. Also, sie reden schon die ganze Woche von nichts anderes mehr, wenn sie da die Rollen spielen dürfen. Aber natürlich sind sie auch nervös. Also, da unterscheiden sich, glaube ich, die Kinder auch nicht von den Erwachsenen. Es wurde also einen Nachmittag lang getanzt, gesungen und gespielt. Und sogar der Bürgermeister bekam ein eigenes Ständchen. Da ist man immer überrascht, man schmunzelt und man freut sich natürlich. Es gibt nichts Schöneres, wie unter 100 oder 110 Kindern da mittendrin zu sein, ein Kindergartenfest zu feiern. Letztlich sind die Kinder unsere Zukunft und das scheint so, dass das auch in den nächsten Jahren auf einem guten Weg ist.